Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Diesen Satz aus dem sogenannten Hohenlied der Liebe in 1. Korinther 13 hat mir jemand mit der Bitte um Auslegung zugeschickt, der erst seit wenigen Jahren Mitglied unserer Kirche ist. Nach schlimmen persönlichen Erfahrungen in einer anderen Glaubensgemeinschaft hat sie sich taufen lassen und sich diesen Vers als ihren Taufspruch ausgesucht. Sie fühlt sich von diesen Worten in ihrem Leben getragen. Vielen ist es im Pandemiejahr ganz ähnlich gegangen. Der Glaube hat Kraft gegeben, wenn die Verwundung und die Erschöpfung überhand zu nehmen drohten und wir zu Gott beten und um Kraft bitten konnten und immer wieder die Erfahrung machen konnten, dass wir diese Kraft auch gespürt haben. Hoffnung, ja, die haben wir nie ganz verloren, weil wir wussten, nie wird Gott diese Welt, die er aus Liebe geschaffen hat, einfach fallen lassen. Und die Liebe, wie hätten wir einander beistehen, uns gegenseitig stützen und Rücksicht üben können, ohne die Liebe? Die Liebe, die nicht weniger wird, wenn man sie teilt, sondern größer. Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Offensichtlich hat die Absenderin des Mails mit diesem ihrem Taufspruch gute Erfahrungen gemacht. Denn am Schluss schreibt sie, versehen mit einem Smiley nur, ich bin glücklich, evangelisch zu sein und so nah bei Gott. Mir hat sie damit eine große Freude gemacht. Geht gesegnet und behütet in diesen Tagen.